Möchte so ein Helm hier, Eisenhut. Ne, doch nicht. Besten Dank. So, hier haben wir dann, Tränke. Was hat er noch? Spirituellen Schaden. Kannst du behalten, Digga. Kälteschaden auch. Neue Ware eingetroffen. Die beste Ware. Was hast du Tolles? Na, der hat Einhand, der hat Schlagwaffenskills. Können wir nicht Was immer gebrauchen. Eisenhut, Zaubersachen, Schutzmodifikator. Aus der Vielen Dank. Zauberkarte. Nicht so zögerlich. Bei mir liegt Ihr sich gut. So, vorne nochmal schauen. Oh, ich glaube, bei dem waren wir ja gerade eben. Was ist hier noch für ein Gemischtwaren-Typ? Ach, der hatte, glaube ich, die Kokosnüsse. Wir haben wirklich ein überaus Ne, der hat interessantes Fleisch. Angebot. Aber wie gesagt, das nehmen wir alles mit. Brauchen wir uns gleich Tränke und dann geht's los in die Universität. Ab dafür. Besten Dank. Kein Ding, immer gerne. Was ist das hier für ein Teppichhändler? Oh mein Gott. Das hatten wir schon. Nee, das Skillbuch der Brandpfeile brauchen wir nicht. Was sind hier das noch für zwei? Kennen wir die schon? Na, da war ich gerade. Tja, dann haben wir wohl die ganze Händlergasse hier abgeklappert. Hier waren wir schon. Aber in Cessna, da ist noch ein Waffenhändler, da können wir nochmal nachgucken. Später irgendwann. Gucken, ob der noch was Brauchbares für uns hat. Und dann porten wir uns erstmal hier weg. Tränke können wir uns dann brauchen, wenn wir sie brauchen. Gehen wir erstmal zurück nach New Echos. Aber nach Old Echos, beziehungsweise zur alten Universität. Wir haben extra den Schlüssel bekommen. Spezieller Schlüssel. Einmal Porten, please. Und zwar direkt ins Zentrum zum verseuchten Echos-Gelände. Schön Boah, aus. hier wird direkt gemetzelt. Schaut's euch an. Boah. Ja, komm, geh weg. Okay, der kann also hier hoch. Super. Ich wollte eigentlich schnell hier die Treppe hoch. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, komm, lass mich. Geh weg. Boah, alles voll Dämonen, ey. Ich glaube, das ist alles nicht mehr hier. So, der Schlüssel müsste jetzt eigentlich überall passen. Ich denke mal, das ist so ein Allround-Schlüssel. So, dann verpieseln wir uns mal hier. Oh nein. Oh nein. Na komm, verreck doch. Dieses scheiß Schloss aufbrechen kann, ey. Wo ich eigentlich den Universalschlüssel hab. Ja, Hack and Slay, das kann ja jeder, du Bob, ey. So, ich kann das auch. So, jetzt mal noch diesen Gargoyle down. Ah, da hinten schießt schon wieder Mark, ja, super. Na, der steht unterhalb vom Plateau. Konnten wir den Gargoyle von hier treffen? Ne, leider nicht. Ah, Kellergewölbe. Müssen wir auch aufbrechen. Ich
Ich werde das in 100 Jahren noch nicht schaffen mit dem Schlösser knacken. Dreck. LOL, was ist denn jetzt los? Das ist ja wohl ein Witz. Ey, du kannst echt mal sterben gehen, du doofer Bidone. Ah, dafür habe ich einen Schlüssel auf einmal aus. Klar. Und wie viele Gegner warten hier in jedem Raum? Okay. Man kann zumindest nicht in jeden Raum reinschauen. Die Frage ist, ist das positiv oder negativ? Oben gibt's einen Heiltrank. Großer Stärketrank. Oh, hier ist alles voll mit Wurzeln, ey. Oh mein Gott. Altes Lehrerzimmer, oder was? Professorenraum. Okay, hier scheint nichts zu sein. Können wir ja mal weitergehen. Langlatschen. Was haben wir hier noch? Okay. Hier ist eine Truhe. Aber aufbrechen bestimmt, ja. Verschwende ich nur wieder Dietriche. Bin zu blöd dafür. Sackgasse. Na super. Dann haben wir Gebäude 1 schon mal durchsucht. Können wir wieder rausgehen? Bringen wir es hinter uns. So. Aber irgendwie diesen verfickten Vidonen erstmal platt machen. Einen größeren Aktionsradius haben. Dann schauen wir uns erstmal auf der Map an, wo wir als nächstes hin müssen. So, wo lag denn jetzt hier der erste? Ja, wir müssen erst den Zauberer down machen, weil sonst wird das nichts mehr hier. Ich sehe das schon. Na, komm her. So. Bevor der seinen komischen Zauber da abschießt, immer schön anbamsen. So, er müsste jetzt gleich down sein. So, dann holen wir jetzt hier diesen Gargoyle. Ich endlich mal einen Schussfeld auf den bekomme. Von hier aus kann ich ihn treffen. Sehr schön. Boah. Sein Mordsflattervieh, ey. Auf jeden Fall sieht man jetzt schon, dass der neue Köcher und der neue Bogen ordentlich viel Damage macht. Und es lohnt sich richtig damit zu schießen, schaut mal. Ist echt krass. So, ein Schuss noch. Den auch schon mal down bekommen. Verdammt. So, das Katana nehmen wir mit. Und die Wurzeln auch. So, jetzt schauen wir uns mal eben schnell die Map an. Mal gucken, wo die Markierung ist hier. Also, feuchter Keller. Schatten der Vergangenheit. Und hier ist Vater und Sohn. Das haben wir immer noch nicht geknackt. Heilige Höhle. Ruinen der frühen Stadt Eschos. Da würde ich doch sagen, lasst uns erstmal hier hingehen. In den feuchten Keller. Das ist also hier das. Schatten der Vergangenheit. Also hier unten waren wir schon richtig scheinbar. Verstehen nur nicht. Ja, feuchter Keller. Da müssen wir wahrscheinlich unten das Schloss aufbrechen. Das heißt nicht hier rein, sondern hier unten rein. Das hier ist die Markierung, wo wir hin müssen. Lass uns mal speichern. So. Oh nein. Ich bin zu doof dafür, ich bin nicht schnell genug. Ah, jetzt hat's geklappt. Schloss geknackt. Belohnung für Schlösser knacken, ein Skillpunkt. Okay, Schatten der Vergangenheit. Wie denn? Ist das schon der Brunnen oder was?
Sieht aus wie die Tafelrunde von König Artus. Sehr verdächtig, dass hier keine Gegner sind. Gefällt mir nicht. Was? Okay, nächster Visionspunkt. Scheinbar. Es ist falsch, hier zu sein. Du sollst es nur lange genug aufhalten, bis ich durchgekommen bin. Was meinst du mit durchkommen? Das wirst du schon sehen. Hä? Okay. Also scheinbar drängt er das Wasser irgendwie zurück. Wirkt ja gerade irgendwie ein Zauber, dass das Wasser zurückgeht und dass sein Vater da durchlaufen kann. Auch sehr, wenn man sich unter dem Brunnen verbirgt. Ja, hier. Es ist stärker als ich. Du musst den Wasserspiegel absenken. Okay, das ist krass. Vater und Sohn. Das würde ja bedeuten, dass hier unten irgendwo der Vater ist. Oh. Das Wasser gefallen. Hallo? Hä? Hä? Jemand eine Idee? Hä? Wie kommt man denn da raus aus dem Wasser? Hallo? Ich bin noch nie im Wasser geschwommen. Kann man hier irgendwie klettern? Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Schlüssel der Anlage benutzt, Redersrad abgelegt, spezieller Schlüssel. Geh in die Geheimkammer unter den Brunnen. Ich möchte da aber nicht runtergehen. Hallo? Okay, das ist jetzt echt mal gruselig. Ich habe keinen Plan, was uns hier unten erwartet, Leute. Also nicht wundern, wenn ich mich gleich erschrecke, als hier was Gruseliges kommt. Ich glaube kaum, dass der Vater noch lebt hier unten im Wasser. Oh nein. Neckries. Wie ich sie hasse. Und ich glaube, das ist ein normaler, nicht diese grünen. Schatten der Vergangenheit. So, das sind doch die Grünen. Nee. Das eine war ein normaler. Oh ja, es ist einer von den Grünen. Und ich hasse die. Ist nämlich sau stark. Obwohl, der neue Bogen, der macht ordentlich Damage, sehe ich gerade. Cool. Finde ich gut. Auras und Knüppel, den kann er behalten. So, schauen wir mal uns, wo uns die Questmarkierung hinführen wird. Musik ist weg, also erstmal kein Gegner scheinbar. Okay, was liegt denn hier rechts von uns? Weiß ich nicht. War ja ein alter Rittersaal oder sowas. Ich befürchte auch fast, dass hier gleich wieder diese Steinekrieger auftauchen. Schaut mal da runter. Triff Kanif. Hä? Wo ist denn Kanif? Oh nein, uraltes Wesen und Monster oder sowas. Wetten, hier kommt so ein Zwischengegner. Seit Wochen schon vergräbst du dich hier unten. Die Leute fangen schon an zu reden über dich. Du solltest doch nicht mehr herkommen.
Bitte, Gandor. Oh, jetzt hat er seinen Namen gesagt, Gandor. Wahnsinn. Merkst du das nicht? Wahnsinn. Was weißt du schon vom Wahnsinn? Lol. Aber heute Nacht bei den Ruinen werde ich dir zeigen, was Wahrheit ist. Krass. Also wird er scheinbar da das Experiment machen. Trifft Canis in the Ruinen des Swallows. Deutsch und Englisch gemischt, finde ich herrlich. Wir gehen auch trotzdem mal kurz darunter schnuppern, ob da irgendwas ist. Und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass hier unten ein Gegner oder sowas lauert. Okay. Und die Bibliothek ist scheinbar nicht mehr hier. Die ist wohl vermodert oder was auch immer. Aber wir durchforsten das trotzdem mal hier. Das Labyrinth. Was sehen meine Augen? Was bist denn du? Hallo? Kannst du mal aufhören, mich anzubumsen? Was zur Hölle? Ich kann dem gar keinen Damage machen. Der soll mal aufhören. Komm her, auf. Schaut mal, der ist da festgespawnt. Dann nehmen wir auch schnell mit dem Bogen. Oder doch nicht, ey. Meine Güte, ich dachte gerade, er wäre da festgehangen. So, mal gucken, ob wir den so auf Distanz halten können. Ja, komm her, du blöder Frosch. Ja, natürlich nicht, mach kaum Damage, ey. Natürlich. So, jetzt hängt er erstmal hier an der Wand fest. Also, so einen habe ich noch nicht gesehen. Werebeast. Komisches Vieh. Sieht aus wie so ein halber Frosch. Naja, wir machen erstmal down. Super, in der Wand festgebackt. Das heißt, wir können ihn noch nicht mal plündern. Egal. Gehen wir wieder runter, mal schauen, was da hinten noch ist. Da war nicht so ein Tor und dahinter war ein Teleport oder sowas. Mal schauen. So, wo war das denn? Hier vorne. Okay, keine Ahnung, was das ist, ob das wirklich eine Teleportplattform ist, ich weiß es nicht. Ja, mal schauen, wo der hinführt. Schon wieder auf dem Marktplatz von Eschos. Wieso war mir das klar? Sind wir wieder hier an der Stelle. Naja, egal. Wir zücken erstmal wieder unseren Bogen. Und dann, Freunde, porten wir uns zurück zum Canis. Bin mal gespannt, was die nächste Aufgabe ist. Ob wir das Ritual wiederholen. Professor Canis, Schatten der Vergangenheit. Ins Inventar. Teleport raussuchen. Nö, da müssen wir hinlaufen. Okay. Also abbrechen. Na super, also macht euch ja viel Geschnetzel bereit. Wir müssen dahin laufen zum Canis. Und auf dem Weg dahin werden viele Gefahren lauern. Der New Ash